Axel, the stage is yours. Ja, hallo Martin, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier heute mit dir und mit den anderen Leuten über ein klitzekleines Takeaway zu sprechen. Als du mich gebeten hast, habe ich mir kurz Gedanken gemacht, was würde mich denn reizen? Meine Entscheidung ist auf das Thema Entscheidungsmatrix gefallen, weil es für mich die agilen Prinzipien Transparenz, Klarheit und Fokus widerspiegelt. Und dann habe ich mir überlegt, was für ein Beispiel nimmst du eigentlich? Habe dann an den Urlaub gedacht, weil das tatsächlich das Beispiel ist, mit dem wir bei uns in der Familie regelmäßig den Urlaub planen, indem wir uns verschiedene Sachen aussuchen. Tja, Urlaub fällt dieses Jahr aus, das ist ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz habe ich dann gedacht, gut, dann nehme ich mal den beruflichen Kontext, geht ja auch. Und habe mir als Beispiel ausgesucht ein CRM-Projekt einer stark salesgetriebenen Organisation. Also es wird eine neue CRM-Software eingeführt und es ist vorgesehen, diese Software je Region, je Land global auszurollen. Und man hat eine gewisse Basis, ein MVP erreicht. Man steht dann jetzt in der aktuellen Situation vor der Entscheidung, was mache ich jetzt eigentlich? So, und wenn ich mir das dann angucke, dann ist es ideal, wenn ich mir einen Raum schaffe. Im Moment ist er wahrscheinlich eher virtuell, in dem sich die Leute gemeinsam treffen und dann erstmal über ihre verschiedenen Optionen reden. Und das wäre sicherlich in so einem Kontext auf erstmal das Thema, ich breche das Ganze ab als Option 1, ich verschiebe, ich bleibe einfach bei dem aktuellen Plan oder ich finde einen komplett neuen Ansatz, um auf die Situation einzugehen. So, dann das geht, denke ich mal, relativ schnell. Dann würde ich mit der Gruppe gemeinsam Kriterien erarbeiten und würde mir überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Kriterien, die ich da anlege? Da gehört dann in der Regel sowas wie Budget dazu, die Timeline, habe ich mich eventuell schon aus dem Fenster gelehnt und habe bestimmte Termine kommuniziert und kann nicht zurückrudern. Vielleicht ist aber auch die Nutzungsmaximierung ein Ziel. Oder auch die Zeit, in der die Kollegen das Ganze lernen können. So, wenn ich meine Kriterien gefunden habe, habe ich noch die Aufgabe, eine Gewichtung dieser Kriterien vorzunehmen. Gewichtung bedeutet, dass ich auf jeden Fall auf 100% aufsummieren muss. Und ich kann dann sagen, die Nutzung möchte ich sehr stark gewichten. Nehme ich vielleicht 50%. Timeline, Budget und Lernzeit kommen jeweils bei 10, 15 oder 20% raus. Hauptsache ist, ich komme bei der Gewichtung, wie gesagt, auf 100%. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich meine Basis für eine Entscheidungsmatrix grundsätzlicher Natur schon gefunden. Ich habe dann noch eine anregende Diskussion vor mir, in der ich Punkte vergebe, je Option und Kriterium. Und wir machen uns das immer ziemlich einfach. Wir vergeben einfach für den Wert, der am wenigsten zutrifft, eine 1. Für den Wert, der am häufigsten zutrifft, eine 10. Werte dazwischen, immer eine 3, 5 oder 7. Je nachdem, je nach Gusto und nach Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmer und Entscheidungsfreudigkeit der Teilnehmer. Und wenn ich das Ganze dann ausrechne, komme ich unten meinen Score. So, und dieser Score gibt mir dann auf jeden Fall einen Anhaltspunkt. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ich diesen Score nicht sofort für bare Münze nehme, sondern es hat sich als Best Practice herausgestellt, diesen Score eine Zeit lang ruhen zu lassen, vielleicht ein paar Stunden. Erfahrungsgemäß würde ich eher sagen, alle schlafen mal eine Nacht drüber. Und dann guckt man nochmal drauf, ob das, was den höchsten Score bekommen hat, auch tatsächlich im realistischen Rahmen umzusetzen ist. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass diese Entscheidung oder dieser Höchstscore gar nicht der relevante Punkt ist, dann klingt das erstmal fürchterlich. Grundsätzlich aus meiner Sicht ist es das aber genau nicht, sondern es sorgt dafür, dass ich anregend über die Themen diskutiere, die für meine Entscheidung relevant sind. Und schlussendlich kann ich genau diese Entscheidungsmatrix später nutzen, um aus Compliance-Sicht einfach darzustellen, Mensch, in der Situation standen wir vor den und den Fragen
Wir haben uns für eine solche Darstellung entschieden, um einfach Transparenz zu haben. Aus dieser Matrix haben wir die folgenden Themen herausgearbeitet. Somit haben wir später einen klaren Fokus für das, was wir als nächstes erreichen wollen. Und das war ganz schnell und kurz mein Takeaway für euch.